Moin zusammen und willkommen zurück zu Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Im letzten Part haben wir einen alten Bekannten wieder getroffen, da drüben, also da oben irgendwo beim Geisterschiff, ja. Nämlich den Sternenmagier, ja, mit seinen ganzen Bällen, ja, und irgendwie die Bälle haben wahrscheinlich nicht das gemacht, was er wollte, weil der eine Ball hat sich immer selber geheilt, der andere hat nicht angegriffen und der andere war einfach da und ja, war kein sehr großes Problem. Jetzt habe ich hier ein bisschen zu viel rumgelaufen, das macht aber gar nicht, wir sind eh total überlevelt für dieses kleine Vieh, das hauen wir mit zwei Schlägen weg, weil Chiara keinen Spezialangriff macht, deswegen muss Matthew das machen. Wir waren ein bisschen überrascht worden von dem Magier, weil ich dachte, der wäre noch ein bisschen weiter weg. Aber nein, ich bin einfach reingelaufen. Wir haben ihn einfach besiegt. No problem. Nicht wirklich. Nein. Nicht wirklich. Wir hätten auch keine Probleme gehabt, wenn wir uns ein bisschen vorbereitet hätten können. Und wir haben von ihm eine neue Beschwörung bekommen, nämlich Azur. Ich habe wieder keine Ahnung mehr, was wir dafür brauchen, um das zu beschwören. Aber es ist mir jetzt gerade erstmal egal. Ich bin jetzt hier schon mal runter nach Yamata gesegelt, wie ihr seht. Weil hier geht es dann zu der letzten Station, wo wir noch was holen können. Denn wir haben ja jetzt das Piratenschiff gefunden. Das Geisterschiff war ja mal ein Piratenschiff, um sozusagen. Der alte Kapitän, der lag da ja noch drauf. Und wenn es ein Piratenschiff gibt, dann gibt es auch eine Schatzinsel. Und die wollen wir natürlich jetzt besuchen. Aber wir haben keine Ahnung, wo die ist. Keine Ahnung. Also ich muss mal so sagen, wir könnten da jetzt auch so hin, ohne das zu machen, was wir jetzt hier gleich machen werden. Aber ich möchte es gerne mitnehmen, weil es geht. So, dazu müssen wir einfach mal nach Yamata reinlaufen und dann den Herren hier links ansprechen. Euer Schiff ist einfach eine Wucht. Würdet ihr mich irgendwann mal auf einen Segeltörn mitnehmen? Ja, können wir gerne machen. Geht's noch? Ihr seid sicher schon weit gereist. Ich habe einige Abenteuer erlebt. Hab ich recht? Ja, was willst du von mir? Ihr könnt mir nichts vormachen. Das sehe ich euch an. Mein geschultes Abenteuerauge erkennt das sofort. Falls ihr eine Herausforderung sucht, dann schaut ruhig mal bei dieser einen Insel vorbei. Dort wartet ein Rätsel auf euch. Na, was meint ihr? Nehmt ihr mich dorthin mit? Ja, okay. Du bist mir zwar ein bisschen komisch, aber okay. Prima. Ich bin mir sicher, dass ich noch viel von euch lernen kann. Ja, dann komm mal mit in den Tod. Viel Spaß. Prima. Ich packe meine 7 Sachen und warte an Bord eures Schiffes auf euch. Ey, aber du kannst doch nicht einfach auf unser Schiff drauf. Hallo. Hallo. Komischer Kauz. Na gut. Dann nehmen wir ihn halt mit, wenn er... Ich hänge an der Brücke fest. Matthew ist zu blöd, um über Brücken zu laufen. So, wenn er unbedingt in den Tod möchte, der Kerl. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Wer ist das überhaupt? Südwestlich von Yipan soll sich angeblich ein Wasserstrudel befinden, der eine Art Portal zu einer verborgenen Insel darstellt. Lass uns zusammen nach Südwesten reisen und Ausschau nach diesem Strudel halten. Und daran sieht man mal wieder, dass dieses Spiel sehr linear ist. Wenn man ein bisschen hier rumsegelt, findet man den auch so. Weil er ist schon da. Ich war da schon durchgegangen und habe dort gelevelt. Also von daher... Aber naja, machen wir mal das, was das Spiel sagt. Denn das Spiel... Ja! Blöder Tornado. Ich bin voll in die Monster reingefahren, ey. Nur wegen dem blöden Tornado. Also wenn das Spiel meint, uns hier linear durchschieben zu müssen, machen wir das. Ich möchte jetzt nicht weiter drauf rumreiten, denn ich habe in den Credits da genug zugesagt. Ein großer Fehler vom Spiel. Mein Gott, ist ja gefährlich hier. Hat ein bisschen den Spielspaß weggenommen. Muss man ganz ehrlich sagen. Im Gegensatz zu den anderen beiden Teilen, wo man rumläuft und überlegen muss, wo man als nächstes hin muss. Aber jetzt genug davon. So. Das ist ja gefährlicher Wasserstrudel. Dann gehen wir doch mal rein. Wir haben ein lemurianisches Schiff. Das kann nicht schief gehen. Und wir haben es tatsächlich überlebt. Wie gesagt, hier unten war ich schon. Hier habe ich gelevelt, weil hier sehr, sehr starke Monster sind. Und ein Monster, besonders Jod, das gibt ein sehr, sehr viele Level. Also sehr viele Erfahrungspunkte und dadurch Level. Und da ist auch schon das Flugtier. Wie heißt der Flugdrache? Der Flugdrache, genau. Und ja, da möchte ich nicht mit normalen Angriffen drauf gehen. Ich habe zwar schon ein ziemlich hohes Level und habe nicht mehr so arge Probleme gegen diese Viecher. Aber ich möchte trotzdem nochmal sicher gehen, weil ich möchte jetzt nicht unnötig irgendwelche... KP opfern müssen. Weil gerade dieser Echsenlord hält ziemlich viel aus wegen seiner Rüstung. Wow,
weil der Drache sollte eigentlich ziemlich schnell gleich auch weg sein, weil der nimmt nämlich ziemlich viel Schaden. Dann greifen wir den mal ganz normal an. Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Doppelschuss. Los, Chiara. Wow, hat sie vom Himmel runtergeholt. Ich glaube, der gibt immer so 6000 um den Dreh. Es gibt natürlich im Golden Sun, in der Golden Sun Welt natürlich noch ein Monster, das wir noch nicht gesehen haben, das natürlich massig viel Erfahrungspunkte gibt, nämlich der Wundervogel. Der Phönix, der ist blau oder das ist der Türkise? Einer von den beiden. Der rote nicht, das weiß ich. Den roten haben wir, glaube ich, wo haben wir den roten gesehen? Weiß ich nicht mehr. Irgendein Dungeon aus dem Golden Sun 2. Seitdem gibt es die erst, ja. ich weiß nur, dass wir auf der Isla... keine Ahnung, dort, wo der Sternenmagier da war, der damals dort? Ich glaube schon. Ja, da war, glaube ich, in dieser Insel drin, wo man mit der Schildkröte hin musste. Also konnte man nur mit der Schildkröte hin, wenn man die kleine Quest gemacht hatte. War das die Insel? Ich meine, das war die Insel, wenn ich mich jetzt nicht irre. Jedenfalls war da ein sehr, sehr langer unterirdischer Gang mit ganz vielen Säulen rechts und links und dort gab es diese Vögel, die so wahnsinnig viele Erfahrungspunkte gegeben haben. Und wenn man dann erstmal ein Level erreicht hat, womit man die einfach umnatzen kann, mit nur 2-3 Angriffen, oder mit einer Runde, glaube ich sogar. Ich glaube, mit ein paar Angriffen war das nicht getan. Jedenfalls konnte man da sehr gut leveln. Die heißt Isla de Muerta, keine Ahnung. Wir sind hier nicht bei Flucht der Karibik. Irgendwas mit P, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. So, wir wollen hier gerne auf diese Insel. Vielleicht gibt es die Vögel ja hier, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ey, renn doch nicht mal weg. Hallo, da hinten wartet der Tod auf dich. Bist du verrückt? Endlich habe ich die geheime Insel gefunden. Ja, du hast sie gefunden. Mhm. Ich war schon eher hier als du. Egal, ohne Rewe wäre ich sicher nie auf sie gestoßen. Ich danke euch, hab vielen Dank. Legenden berichten, dass sich hier auf der Insel ein mächtiger Geist befindet und vor sich hinschlummern soll. Ach, mich juckt es in den Füßen. Ich kann nicht länger warten. Ich muss diese Insel ganz einfach erforschen. Ah, auf in den Tod! Auf in den Tod! Bist du denn verrückt? Ich weiß, welcher Gegner hier ist. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist, wenn er hier so rumläuft. Oh mein Gott. Na gut, dann gehen wir mal in diese kleine, runzlige Höhle. Und sind wir auf der Pirateninsel? Wo ausnahmsweise mal schöne Musik ist. Danke. Ich bin gerade dankbar dafür, dass wir hier nicht diese komische Höhlenmusik kriegen, wie wir sonst immer haben. Das ist ja noch annehmbar. So, hast jetzt Schiss gekriegt, oder wie? Ich kenne euch, Abenteurer. Kaum seht ihr eine alte Ruine, werdet ihr ganz hibbelig, ne? Okay, der steht jetzt einfach nur hier rum und ist da. Okay, dann erkunden wir mal die Höhle. Die funktioniert genauso wie die Schatzinsel aus dem ersten Golden Sun Teil. Man hat hier ganz viele Gänge, wo man runterlaufen kann. Da ist eine Mimik. Und einzelne Räume, die man schaffen muss. Und dann kann man weiter. Ich freue mich drauf. Bester Abschnitt aus dem Spiel. Bester Abschnitt. Wir können mal eben gucken, wie viel Azur denn braucht. Das ist Desaster, das Azur. Dreimal Venus und viermal Merkur. Okay. Venus haben wir gleich dreimal, Merkur dauert dann gleich noch ein bisschen. Wollen wir sie schocken? Ja, wir wollen sie schocken, damit sie erstmal gelähmt ist. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So, das geht jetzt gerade ein bisschen besser. Sonst grabe ich gleich einen schiefen Rücken und das ist auf Dauer nicht gut. Dann habe ich den Rest des Tages Rückenschmerzen und das ist nicht so toll. Dann schlafe ich wahrscheinlich nachts noch schlecht und dann habe ich ganz viel Aua. Naja, machen wir aber der Mimik erstmal ein bisschen Aua. Wenn man die ein bisschen Rückenschmerzen kriegt. Haben Truhen eigentlich Rücken? Ich weiß nicht, ob die Rücken haben. Ich weiß, dass Bücher Rücken haben. Vielleicht hat es ja ein Buch in sich drin. Man kriegt das Buch halt Rücken. Ich sollte es lassen. Okay. Machen wir ein bisschen mehr drauf. So, dann müssen wir noch eben einen Merkur-Gin. Ein Merkur-Gin, bitte. So, den ist hier noch. Und wenn die Mimik dann gleich noch lebt, die eigentlich gar nicht mal so viel Schaden frisst, weil die wahrscheinlich zu hohe Verteidigung hat. Weil ist ja eine Kiste. Kisten müssen ja einiges aushalten. Nee, das hat sie nicht überlebt. Gut, dann haben wir fürs nächste Mal aber gleich Azur bereit. Und das hat jetzt gerade sehr viel Erfahrungspunkte gegeben. Ich möchte noch ein paar mehr Mimics haben. So, hier kann man einmal unten lang, einmal oben lang. Und die Steine möchte ich da gerne weghaben.
denn dann kann man sich den Weg ein bisschen verkürzen. Falls wir dann hier nochmal wieder hin müssen und wir sterben sollten, dann können wir wieder hier hin. So. Können wir nämlich gleich, wenn wir auf der anderen Seite sind, den da aufpacken. So, dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Yay, ein Springrätsel. Das muss ich mal. Ich guck mal eben auf die Karte, wie das ausschaut dort, wie man da am besten lang kann. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht jetzt unbedingt alle Kisten und sowas hier einsammeln. Mich interessieren hauptsächlich die Beschwörungen, die hier drin sind. Hier sind nämlich noch zwei Stück. Und die möchte ich gerne haben. Ich glaube, der untere Raum ist immer nur dafür da, falls man runterfällt, dass man wieder hochkommt. Weil ich meine, diese Steine hier, die bröckeln. Und wenn man da nochmal drauf springt, da fällt man runter. Und das wollen wir nicht. Obwohl, ich glaube, hier gibt es ein Item, was ich gerne haben möchte. Aber ich glaube, das ist ein bisschen weiter hinten. Kann ich ja nach dem Part nochmal eben gucken, wo genau das ist. Weil das möchte ich gerne mithaben. Weil das kann Chiara sehr gut gebrauchen. Weil sie hat schon lange nicht mehr so eins neu bekommen. Ich glaube, den möchte ich schon gerne haben. Einfach nur, damit wir ihn haben. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht mehr groß benutzen, aber damit wir einen haben. So, den haben wir rechts verschieben. So. Ist im Großen und Ganzen, was hier alles ist, nicht besonders schwer. Das Einzige, was halt ein bisschen schwerer sind, sind halt diese bröckeligen Felsbrocken, die uns in den nächsten Räumen noch ein bisschen ärgern werden. So, hier können wir uns immer heilen. Müssen wir uns heilen? Boah, kann ich eben kurz machen. So, und dann mal eben die Psychologie wieder auffüllen. Yay! So. Moment, bevor ich da reingehe, erstmal den Block hier runterschieben. So. So, dann schauen wir uns mal wieder auf der Karte um, wie wir da durchkommen. So wie es aussieht, brauchen wir da ein paar Schlüssel. Ich glaube, die Räume hier sind so ein bisschen ähnlich aufgebaut, wie auch die alte Schatzinsel, die es bei Goldzahn 1 auch schon gab. Wie man hier sieht, hier brauchen wir die Schlüssel. Die kennen wir ja auch schon. Die mussten wir damals ja auch einsammeln. Und wir brauchen hier mal eben die Suche. Den Seelenblick wollte ich gerade sagen, das war was anderes. Nee, wir brauchen die Suche. Dieser Stein. Und der steht irgendwo drauf. Auf einer roten Plattform. Und damit machen wir die roten Tore aus. Diesmal müssen wir keine Schlüssel sammeln, weil ich glaube, wir haben gar nicht die Synergie-Greifer, ne? Weil die brauchten wir damals ja, um die Schlüssel einzusammeln. Ich glaube, Greifer haben wir gar nicht. Doch, haben wir schon, aber nicht so den Greifer. Der Greifer ist ja jetzt ein bisschen anders. Der ist ja jetzt ein bisschen perfektionierter, dass man sich selber irgendwo rüberschwingen kann. Damals konnte man mit Greifer nur irgendwelche Sachen einsammeln. Der ist ja jetzt ein bisschen anders. So, jetzt wollen wir natürlich das Blaue auch noch aufkriegen. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wo das denn ist. Da kommen wir auf jeden Fall zu der Kiste hin. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Und ich denke mal, dass wir da über den bröckeligen Felsen rüber müssen. So. Da unten ist der. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Ein bisschen runter. So, dann schieben wir den da mal weg. Und jetzt müssen wir nur noch heile zurückkommen. Ah, da lang. Da lang. So. Aber wenn das Tor da oben schon mal auf ist. Wir haben einen Reisraton gefunden. Schön. Eine Reisration. Raton. Ein Reisraton. So. Gehen wir hier bloß raus. So. Raus. Schieben den Felsen da wieder hin. Und gehen weiter runter. Immer weiter. Man kann eigentlich auch immer jedes Mal erstmal hier nach unten gehen.
und schauen, was es hier für Items gibt, die so rumliegen. Vielleicht ist das, was ich meine, hier mit bei. Weiß es nicht. Da ist eine Wand im Weg. Da komme ich nicht dran vorbei. So. Das ist auch nicht. Das ist ein Orichalcum. Und das ist ein Monster. Okay. Oh, hi. Na? Das sind ein paar Wiefern. Ein Minotaurus. Das, was man jeden Tag so sieht, das ist völlig in Ordnung. So, wir werden Azure gleich einsetzen. Nicht vergessen. Das macht dann der liebe Amity. So. Und da mal Azur. Erstmal wieder den Gegner aufblähen. Wuck. Schade, ist nicht geplatzt. Oh, soll raten. Na gut, macht jetzt nicht so viel Schaden. Es ist alles annehmbarer Schaden, es ist alles in Ordnung. Wir haben ein gutes Level hier unten eigentlich. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gerade nur mit diesen Monstern jetzt irgendwelche großen Probleme haben sollten. So, gucken wir mal Azur. Sehr elektrisierend. Eine sehr interessante Wasserschlange. Wasserdrachen, Schlange, Dingsbums. Oh mein Gott, der Minotaurus war von uns so. doch, machen wir Jins. Sind wir eigentlich so gut wie auf der sicheren Seite? Obwohl der Spezialangriff von der Helios-Klinge natürlich auch ziemlich viel Schaden reindrückt. Das muss man ja auch mal sagen. Aber wir machen mit den Jins eigentlich auch ziemlich gut Schaden. Warum ich den Mino-Angriff habe, keine Ahnung. Der ist eh kaputt. Der ist auf seinen Schnabel gefallen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. So, der Mino steht immer noch. Jetzt steht er nicht mehr. Jetzt ist er umgefallen. Oh. Und es gibt Erfahrung. Wie bescheuert. So, wir möchten ihm kurz heilen. Die machen zwar nicht Schaden, aber so in der Runde, so zum Schluss, wenn man alles agiert, machen die schon viel Schaden. Aber es ist nicht so, dass sie uns mit einem Schlag weghauen. Da bin ich dann mal ganz froh drüber. So, dann machen wir das oben auch nochmal eben. Ganz schnell, dass wir uns dort die Sachen holen, die da unten rumliegen. So, noch mehr Geld. Haben wir noch nicht genug. Wir waren auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr einkaufen gegangen. Oh, eine verfluchte Rüstung. Yay, super. Muss ich sofort anlegen. Nein, den Spaß mache ich mir nicht nochmal. Irgendwas haben wir schon lange nicht mehr ausgerüstet, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Gut, dann stolpern wir mal eben die Treppe runter. Das sieht sehr lustig aus, was Mechfoto macht. Und dann stelle ich mich hier hin und ich sage dann mal im nächsten Part... Schauen wir uns dann mal die nächste Kammer an. Ich schaue mal eben, wo das ist, was ich haben möchte für Chiara. Das ganz besondere Item, was ich echt schön finde. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und im nächsten Part sehen wir uns dann hier wieder in der Piratenschatzinsel-Dingsbumsen, wo es ganz viel Plunder zu finden geht, den wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, aber trotzdem haben möchten. Und dann, wir sind eigentlich nur wegen den zwei Beschwörungen hier, sonst eigentlich nicht. Also dann bis zum nächsten Mal, vergrößern Sie die dunkle Dämmerung. Bis dann!